Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Aladdin, Naziras Rache. Wir befinden uns in der Haut von Jasmin, oder besser gesagt in der Haut eines Kruges, der sich Jasmin zur Tarnung angezogen hat. Und sind dabei, uns durch die Stadt zu sneaken. Und ich sehe gerade, ihr habt gerade ein bisschen Kamerafahrt hier noch gehabt. Wir haben einiges vor uns, Freunde. Ich hoffe, dass das Ganze hier doch noch am Ende ein gutes Ende nehmen kann. Den Plan, den Jasmin für Elle besorgen wollte, den haben wir ja mittlerweile jetzt ausfindig machen können. Der blöde Genie hat mal wieder, statt uns zu helfen, wieder nur Tipps für uns parat gehabt und gute Sprüche. Aber das ist im Endeffekt leider jetzt auch keinen Pfifferling oder irgendeine Münze wert. So eine Münze zum Beispiel, wo unser guter Papa drauf ist. Ja, das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Also da kann man sehen, so Kleindetails. Manche Leute sind ein bisschen langsamer. So, apropos langsam sollten wir hier jetzt nicht sein. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Sprung nicht als Sprung möglich sein sollte. Wie soll ich denn da hochkommen? Ach, das geht. Heftig. Antivir. Antivir rastet aus. Das kann Antivir gut. Sehr schön, du hast die Prinzessin in den Selbstmord getrieben. Hoffentlich sind sie zufrieden. So, das ist aber, ihr kennt das mittlerweile bei Aladdin, da geht technisch alles drunter und drüber. Alles andere wäre nicht Aladdin. So, jetzt aber ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, wir müssen da an der Ecke entlang. Er dreht sich natürlich genau in der Sekunde wieder um. Wir lieben alle Sneak Level. Oder wie seht ihr das? Sneak Level in Retro Games sind immer top. Ich meine, heutzutage gibt es ganze Spielereien, die nur aus Schleichen gedrillt sind. Gab es damals auch schon, ich weiß. Nur haben die es wahrscheinlich ein bisschen, was heißt wahrscheinlich, sie haben es einfach besser gemacht, weil die Spielemechanik auch darauf ausgelegt ist. Sowas hier ist nur gemacht, um euch auf den Keks zu gehen und das nicht zu knapp. Ich hoffe mal wirklich, dass sie das jetzt nicht noch über mehrere Level ziehen. Das wäre ein Albtraum. So, was haben wir da oben? Das sieht aus wie eine riesige Moorrübe. Der kann mich gar nicht gesehen haben, wollte ich gerade sagen. Ich meine, es ist ein bisschen auffällig, dass hier oben ein Krug einfach so random auf einer kaputten Mauer steht. Aber ist ja jetzt nicht so, als wenn die Jungs hier irgendeine Logik hinterfragen würden. Ah, das wäre... Wo würden wir da hinkommen, wenn es auch noch so weit gehen würde? Komme ich von hier aus? Ich muss da auf jeden Fall rüberkommen. Aber den Sprung, den schafft sie doch nie... Ach... Den Sprung, den schafft sie doch niemals. Also irgendwo habe ich gerade einen fetten Denkfehler drin. Ich glaube, ich weiß auch, wo mein Denkfehler drin ist. Wir müssen wahrscheinlich... Ach, verdammt. Er macht mich jetzt aber auch kirre da hinten im Hintergrund. Ach, Mensch, Jasmin. Jasmine, mach mir jetzt keine Sorgen. Ah, verdammt, ey, die Steuerung. So... Ich denke mal, ihr habt meinen Plan schon durchblicken können. Gerade hat es doch noch geklappt. Es ist grauenhaft. Es ist echt grauenhaft. Ah, endlich. So, und jetzt von ihr aus sollten wir eigentlich darüber kommen. Sollten wir. Wenn nicht darüber, zumindest hier runter. So, meine Münze, meine Keime. Okay, ich weiß nicht, ob das von dem Spiel so gewollt ist. Geschafft ist geschafft. Ich wüsste aber auch nicht anders, wie man das hier schaffen sollte. Oh Gott. Und wie man an diese Münze da rankommen könnte, außer... Oh, blöder Vogel. Och, geh doch mal arbeiten. Meine Güte. Leide ich nicht schon genug hier? Da musst du dich eigentlich... sterben lassen. Nein, nein, nein. Oh. Oh, Leute, das ist ultra fies. Was? Eine Assi-Aktion. Das Spiel wird immer schlimmer, was genau solche Geschichten anbelangt. Ach, verdammte Axt. Das Sprungverhalten in dem Krug. Ich sag ja, ich würde gerne wieder Abu oder Elle wieder haben. Da habe ich mich wenigstens an das kaputte Sprungverhalten gewöhnt, aber hier... Ich
glaube, ich muss da sowieso nicht mehr hoch. Da oben gibt es, glaube ich, nichts mehr für mich zu holen, ne? Ich glaube, wir sollten einfach nur hier rüber. Jetzt, der Rubin da oben ist mir auch egal. Das Level ist einfach schlimm. Ich will hier einfach raus. Sorry, Leute. Okay, das sieht mir nach Palastgarten aus. Geh weg. Geh auch mal weg. Das ist ein V. Hallo, V. Ach, Mann. Immer sind sie in der Mehrzahl. Warum müssen die Gegner immer in der Mehrzahl sein? Warum dürfen nicht einfach mal die Helden in der Mehrzahl sein? Gott. Du Scheiße. Ist hier ein Bonuslevel? Gucken wir mal. Nee, aber Münzen. Ganz viele Münzen. Und eine Möglichkeit zu sterben, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich kann mich über das Level-Design und über die Idee nicht beschweren. Die Technik, das ist das Problem von dem Spiel. Nichts anderes. So, mal eben kurz verkrümeln in meinen Krug. Dann können wir weiter. Kann ich hier rein? Nein, das ist einfach nur da, weil irgendjemand zu faul war, die Mauer vernünftig zu reparieren. Okay. Ist aber auch gemein, dass die erst getriggert werden müssen. Hallo, V. Einfach mal Augen zu und durch. War's das? Ja, das war's. Ich denke mal aber nicht, dass das jetzt das letzte Level war, was so designt wurde. Oder sind wir jetzt im Palast? Nee, speichern müssen wir immer noch nicht. Bin gespannt. Ah, da ist er. Jasmin, alles in Ordnung? Oh, mit mir ist alles in Ordnung. Aladdin, hier ist die Karte der alten Stadt. Damit findest du meinen Vater. Sei vorsichtig. Du kannst ja nicht wissen, was dich dort erwartet. Ihr beiden, ihr seid schon zwei Süße mit euren Ecken und Kanten. Aber geht's nicht auch darum, in der wahren Liebe die Ecken und Kanten des Partners zu akzeptieren? Du hast wenig Zeit, um hier wegzukommen, bevor sich das magische Tor wieder schließt. Oh nein, kein Zeitlevel, ein Zeitlevel. Kein Zeitlevel und ich krieg ein Zeitlevel. Muss ich da noch irgendwas zu sagen? Mittlerweile habe ich das Gefühl, das Spiel hat ein persönliches Problem mit mir. Ich probiere jetzt einfach hier durchzurushen, gar nicht lange zu kämpfen, sondern Münzen mitzunehmen und glücklich nicht zu sterben. Oh, das ist echt gerade eine Wohltat, jetzt die Steuerung nach der ganzen Jasmin-Action. Ich sag es euch, glaubt es mir einfach. So, ich gehe mal davon aus, dass das bis jetzt gut gelaufen ist, weil wir noch nicht wirklich einen Hieb von den Skeleton rechts und links bekommen haben. Ich glaube, Münzen bin ich auch noch an keiner vorbeigerannt. Gott, oh Gott, oh Gott. Alles super, alles Roger. Ja, ich weiß, da stehen Vasen, da werden wahrscheinlich Diamanten drin sein. Ja, genau. Ist in Ordnung. Die Architekten hier und die Bauarbeiter, die sollte man zwar verklagen, aber ist in Ordnung. Jetzt ist das Teil sogar ein bisschen eher runtergefallen. Obwohl, nee, das war der erste Bereich. Das Ding, wo ich fast runtergefallen wäre, ist weiter vorne gewesen. So, dran vorbei. Alles gut, bis jetzt ist noch alles Roger in Kambodscha. So, hier jetzt, abspringen, geradeaus, links, rechts, nein, geradeaus, rechts war falsch, niemals rechts, rechts nimmt nie ein gutes Ende, lasst euch das gesagt sein, Aladdin ist nicht rechts, ich habe das Sprungverhalten gerade gelobt und dann macht der so eine Scheiße mit mir, hopp, nein, verdammte Axt, Alter. Dieses Spiel. Hep. 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 Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, meine Güte, doch. Die Kamera. Kamera. Verdammte Kamera. Wenn ich probiere, die Kamera, beziehungsweise die Figur schon mal in die richtige Position zu justieren, dann springt der Werte her auch einfach nicht. Warum sollte er auch springen? Springen ist überbewertet. Das ist zum Kotzen, Alter. Das ist wirklich zum Kotzen. Manchmal ist es ein Arschkrampf. Man muss es leider so betonen. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Roll nicht rum. Oh, ich laufe gerade Richtung
Schlund. Oh Gott. Alles gut, Al. Wir haben schon Schlimmeres durchgemacht. Glaube ich. Hoffe ich. Ich wollte gerade sagen, geht's hier auch weiter? Das wäre jetzt richtig gemein, wenn es hier optionale Wege geben würde, wo du dich verlaufen kannst. Oh, Säulensprünge. Ich liebe Säulensprünge. Okay, wenn sie funktionieren, liebe ich sie wirklich. So, alles mitnehmen. Alles meins. Denk mal, wir werden hier wahrscheinlich auch auf die maximalen Münzenanzahl kommen. Über 100. Können wir uns ein bisschen an den Münzen orientieren, wie weit wir es bereits geschafft haben. Oh Gott, da war eine Liane. Die habe ich gar nicht gesehen. Aber bis jetzt läuft alles. Bis auf diesen kleinen Fauxpas gerade bei den Sprüngen. Alles noch human. Ich glaube, schwieriger wird es, wenn ihr probiert, die Gegner und die Feinde hier gleichzeitig noch für die Statistik mitzunehmen. Das könnte, glaube ich, ziemlich asozial werden. Also, derjenige, der das Ding 100% trainiert, bitte mach es als Let's Play. Schick mir eine persönliche Nachricht. Ich gucke es mir auf jeden Fall an, wie du das schaffst. Kein Witz, ich gucke es mir an. Es gibt zwar Speedruns von dem Game, aber ein 100% würde mich echt mal interessieren. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ihr seid Ratten einfach. Ich kann es mittlerweile nicht mehr anders betonen. Es ist echt asozial. So, hepp. Dran vorbei. Alles gut. Bisschen Nostalgie-Feeling. Vom Super Nintendo und Dreamcast Aladdin-Teil. Warum nicht? Kann man auch gerne mit einbauen. Hätten sie sogar an der einen oder anderen Stelle öfter machen können. Aber ich will ja hier noch kein Fazit ziehen. Na doch, aber das ist verglichen mit dem, was wir bereits schon geschafft haben, noch alles ziemlich human, sagte der Typ, der pausenlos Safe States benutzt. Wenn man es ohne macht, wird das vielleicht ein bisschen schlimmer werden. Okay, da haben wir Stein. Stein. Alter, Stein. 100. War's das? Ja, das sieht ganz stark danach aus. Okay, perfekt. Puh. Haben wir alle Münzen? 128? Ja, dann waren in den Vasen noch ein paar Münzen. 19 Feinde, ja. Wenn ihr die 100% haben wollt, müsst ihr hier alle Feinde besiegen. Tatsache, die verlangen das echt von euch. Ich würde aber mal sagen, jetzt ist aber auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo wir mal speichern können. Die erwarten das echt von euch. Heftig. Alte Stadt Level 2. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt haben wir ein Sneaky-Level gehabt, ein Run-Level gehabt. Was steht uns jetzt bevor? Rede mit uns, Genie. Hör genau zu, Al. Diese Kali-Statuen sind nicht das, wofür du sie hältst. Schieße sie nicht allzu weit weg, okay? Wieso sollte ich sie allgemein wegschießen? Kannst du mir das mal eher beantworten? Die Musik rastet immer noch aus. Nur das nicht zu knapp. Hier sehen Sie übrigens die sicherste Brücke der Videospielgeschichte. Unbedingt passieren. Oh Gott, da geht's auf jeden Fall tief hinab. Sehr, sehr tief hinab. Und da kommen wir auf jeden Fall noch nicht rüber. Was ist mit euch? Kann ich euch schieben? Ich könnte euch schieben, wenn ihr nicht so stur wärt und einfach nur an eurem Platz stehen bleiben würdet. Gut, dann machen wir's. Wie jeder Idiot folgen wir erstmal den Aua-Münzen. So viel dazu. So, erstmal das Schwert wieder rausholen. Ich hab ein Schwert, ihr Idioten. Wir haben auch Schwerter. So, mein Freund, und jetzt klären wir das Mann gegen Skelett. Mann verliert, Skelett gewinnt. Dann werde ich zum Skelett und besiege Skelett. Damit hat Skelett zwar immer noch gewonnen, aber das andere Skelett. Egal, wir brauchen sowieso mehr Lebensenergie. Das hätten sie vielleicht auch einbauen können. Würde das Spiel vielleicht auch humaner machen, wenn du Lebensenergie regenerieren würdest, wenn du... Alter, wenn du ein Level beendet hast oder einen Abschnitt beendet hast. Das wäre cool. Das wäre sehr, sehr cool. So, du stirb, mein Freund. Gott, oh Gott, oh Gott. Das hat aber schon ein bisschen Finalstimmung hier, finde ich, oder? Was für ein Glück, dass diese random fliegende Liane hier ist. Sonst wäre es problematisch gewesen, hier rüber zu kommen. Steine. Wieder Vorrat hier auffrischen. Und das nicht zu knapp. So, perfekt. So, dann schauen wir mal, wofür wir diese wohl gebrauchen werden, weil wenn die auftauchen, werden wir sie auf jeden Fall gebrauchen müssen. So, das sieht mir nach Problem aus, das sieht mir nach kein Weiterkommen aus. Jo, dann denke ich mal, werden wir hier wahrscheinlich eine Möglichkeit finden, um da weiterzukommen. Na Kumpel, wie reagierst du auf den Stein? Ich schmeiß dir mal einen Stein vom Kopf. Ich schmeiß dir keinen Stein vom Kopf, jetzt schmeiß ich den Stein vom Kopf.
Du scheinst die gar nicht zu mögen. Kann ich dich damit killen? Ah, solche seid ihr. Ihr seid also wie die Morgenstern-Heinis. Ah, ihr haltet nur viel mehr aus. Ich verstehe, okay. Die brauchen zwei Schläge. Ja, sind wie die Morgenstern-Heinis in den Pyramiden. So, und damit können wir die sicherste Brücke der Videospiel-Ära wieder unsicherer machen. Sicher, unsicher. Sind sie sicher, dass sie darüber gehen wollen? Ich wäre mir da ja unsicher. Aber für unseren L kein Problem. Die Mucke, ey. Da haben wir einer dieser Statuen, von denen Genie geredet hat. Ich bin mal gespannt, was ich mit denen jetzt fabrizieren soll. Ja, aber sonst scheint hier nichts zu sein. Drehen wir mal an der Kurbel. Da geht's wahrscheinlich zurück. Schieben muss ich dich, ne? Muss ich dich vielleicht runterschieben? Jetzt habe ich sie zu viel geschoben. Ja, wie Genie gesagt hat. Ach du Heiliger. Die Viecher kenne ich. Ich komme gerade nicht drauf, wie die heißen. Die halten wahrscheinlich auch abnormal viel aus, ne? Ich komme gerade echt nicht drauf, wie die heißen. Die kommen auf jeden Fall auch aus dem Ägyptischen, wenn ich mich nicht irre. Hätte ich eventuell vorher mal nachgucken sollen. Aber gut, ich wusste auch nicht, dass ich auf sowas hier treffe. So, damit erste Statue besiegt. Ist damit jetzt die Aufgabe hier so gesehen erfüllt? Ich könnte das Teil noch schieben, oder? Kann ich es noch schieben? Nö. Je nachdem die Statue deaktiviert ist. Ich denke mal, wir sollen einfach diese Statuen töten. Gut. Dann werde ich das jetzt einfach mal so belassen. Und wir werden den Rückzug wieder antreten. Ich denke mal, dass der Weg uns zurückbringen wird. Ah ne, hier drüben ist auch noch Rambazamba und Action. Und ein Genie-Groschen. Sehr cool. Dann schnappe ich mir mal den Genie-Groschen und probiere den Rambazamba und der Action ein wenig aus dem Weg zu gehen, weil die Jungs sehen aus, als wenn... Ach Gott, Sprungsteuerung. Die Jungs sehen aus, als wenn mit ihnen nicht gut Kirschen essen ist. Wusa, Wishes, finde deine Mitte. Alles ist gut, alles ist top. Die Sprungsteuerung ist vollkommener Schrott. Scheiße, ey. Ey Leute, ohne Safe States hätte ich dieses LP längst schon abgebrochen. Bin ich ganz ehrlich. Es ist ganz, ganz schlimm. Ich habe das auch noch nie so gesehen, dass eine Figur so unagil sich beim Springen verhält. Oder auch nicht abspringt. Mal tut er es nicht. Das ist immer launenbedingt bei unserem guten L. Und die Kamera, die kommt bei dem ganzen Schlamassel natürlich auch nicht mit, was die Sache. Ich drücke, habt das gehört? Ich drücke, aber er tut nichts. Oh, Leute. Ey, ohne Scheiß. Ohne Witz. Jedes Mal, wenn ich was Gutes an diesem Spiel finde, dann kommt diese Sprungsteuerung um die Ecke und belehrt mich eines Besseren. Und sagt mir, du hast dieses Spiel nicht gut zu finden. Ey, das ist so... Ey, ohne Witz. Es ist ganz, 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 ganz schlimm. Ihr habt gerade selber gesehen, ich habe den Sprung gerade sofort auf Anhieb geschafft. Ey, er kann aber auch nicht stehen bleiben. Du drückst minimal den Analogstick nach links und er rennt da gleich 10.000 Schritte mit seinen fetten Quadratlatschen. Da auch diesen Schwung nach links und rechts. Ganz, ganz schlimm. So, speichern. Genie Groschen, weg hier. Aua. Was auch immer mich... Achso, die schmeißen mit Steine. Seid ihr behindert? Alter! Geh weg mit deinem Mundgeruch. Ach du Heiliger, jetzt ist hier vollkommenes Chaos. Kontrollpunkt toll, aber wie komme ich hier wieder zurück? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist Statue Nummer 2. Ob ich noch genug Lebensenergie habe, den Kampf mit dem Vieh aufzunehmen, das ist auch wieder auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Deswegen nehme ich mir mal dieses nett platzierte Trinkpäckchen mit. So, Münzen seien mein und die Statue aktiviere ich jetzt einfach mal. Ich gehe mal davon aus, dass man die besiegen muss. Die werden hier nicht umsonst stehen. Boah, die rastet gleich aus hier. Komm her. Im Endeffekt muss ich eigentlich nur blocken. Oh ja, die Sau. Die ganze Zeit blocke ich. Und in der Sekunde, wo ich aufhöre zu blocken, greift sie mich an. Ich sehe nichts.
Ich, Sedex, geh sterben. Nein, nicht ich soll sterben gehen. Du sollst sterben gehen, Fräulein. Das hast du ein bisschen falsch interpretiert. So, schieb, schieb, schieb. Schieb jetzt die Statue da. Genie, du hättest mir auch mal helfen können hier, wenn die so arg gefährlich sind. Ja, komm, schlag zu. Ich habe noch nicht das System gefunden, wie du hier eine Lücke bei den Gegnern findest. Ja, komm her. Komm, kuscheln. Ich bin bereit. Jetzt tanzt die nur so beschwipst vor mir hin und her. Sobald ich zuschlage, blockt sie. Ah, das ist doch alles dumm hier. Stirb doch jetzt, du Sau. Kann ich die nicht runterschieben so? Heftig, heftig. Wenn wir auf noch so eine treffen, dann habe ich aber ein riesiges Problem. Oh, da drüben sind aber Trinkpäckchen. Also den machen ist selber bewusst, wie asozial ihr Kampfsystem für solche Gegner ausgelegt ist. Das ist sehr schön. Das freut mich immer, wenn jemand mitgedacht hat und mir meine Genie... Wow, meine Genie-Trinkpäckchen richtig setzt. Weißt du was? Den Sack, den kill ich direkt. Guck mal, selbst wenn du weißt, dass der spawnt, kannst du den nicht sofort killen. Einfach weil er es verdient hat. Boah, Leute, wo geht's denn jetzt lang? Wo landen wir denn jetzt? Du Heiliger, da ist noch so eine Statue. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Oh, jetzt habe ich geladen. Und das ist vielleicht gar nicht so falsch. Dann können wir zumindest den Hieb hier vermeiden. Ja, das ist reines Auswendiglernen hier, Leute. Try and Error. Gute alte Spiele. Gute alte PlayStation 1 Spiele. So. Ihr habt mir hier nichts hingelegt, nicht wahr? Nein, habt ihr nicht. Gut, dann schieben wir mal die Statue. Ich hoffe, dass das irgendeinen Sinn macht, diese Statue zu schieben und gegen diese Typen zu kämpfen. Wenn mir jetzt am Ende einer sagt, nö, die hättest du einfach ignorieren brauchen, dann hasse ich das Spiel noch mehr, als ich sowieso schon tue. Jetzt komm... Ja, du Saumann, hör auf, dauernd dich zu backen! Drecksvierer, das wird doch schon wieder nix. Von der haben wir jetzt richtig böse kassiert. Ja, dachte ich mir, ja. Also die müsst ihr töten. Und dort sehen sie das langsamste Tor der Videospielgeschichte. Boah, ich hätte es knapper machen können. Sagen wir es mal so. Hätte schlimmer ausgehen können. Okay, gut, alles klar. Alles Roger in Kambodscha. Aladdin ganz, Münzen eingesammelt. Brücke nicht mehr ganz so ganz. Aber lieber halb ganz als gar nicht ganz. Das wäre nicht so ganz super perfekt. So, dann drehen wir mal an dem nächsten Schalterchen. Und heben die nächste Brücke hoch. Und jetzt kommen wir auf der anderen Seite wahrscheinlich wieder raus. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Diese drei Blöcke da vorne, diese drei Totems, die sind wahrscheinlich dafür hingestellt, damit wir dort nachschauen können, welche Wächter von den Statuen wir sozusagen besiegt haben. Ja, da haben wir den Hinweis, blöder Genie. Halt dich von den Statuen fern. Mimi. Ja, Feinde haben wir ein paar liegen gelassen. Münzen haben wir keine liegen gelassen und auch den Genie-Groschen haben wir mit eingepackt. Sehr gut. Ist auch mal was anderes, denn jetzt können wir einen Part mit einer letzten Runde Roulette beenden. Ist auch selten in diesem Let's Play passiert. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier noch ein extra Leben mit nach Hause nehme, das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play Aladdin, Naziras Rache. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dann auch wieder mit dabei. Und ja, ich bin gespannt, ob wir noch weiter in der Stadt unterwegs sein werden oder ob sich jetzt ein neuer Bereich für uns erschließt. Das werdet ihr beim nächsten Mal erfahren. Bis dahin, Freunde, haut rein. Ich wünsche euch was. Euer Wishes.